Meister Eckhart und der Spielmann Vogelfrei. Nach einer Weile des schweigenden Dahingehens sagte Meister Eckhart: Meine Reden sind allein guten und vollkommenen Menschen gewidmet, in denen vor allem das würdige Leben und die edle Lehre unseres Herrn Jesu Christi lebendig ist. Der Spielmann Vogelfrei erwiderte: Also nicht einem wie mir, da in mir Christi edle Lehre nicht lebendig ist. Du sollst wissen, dass das Allerbeste, was man in diesem Leben tun kann, das ist, dass du schweigst und Gott reden lässt. Doch sagt er mir nichts. Erst wenn du alle deine Kräfte von deinen Werken und Bildern abgezogen hast, wirst du sein Wort hören. Und was wird er mir sagen? Von seinem Wort allein würde ich nicht satt. Da müsste er mir wohl etwas mehr bieten. Im Schweigen wird er dir das heimliche Wort sprechen. Und dann? Was noch? Du musst erst alle deine Kräfte einziehen und alle Dinge vergessen und ihre Bilder, die du je in dich gezogen hast. Ja, das kannst du machen. Denn sobald du wieder aus diesem Vergessen herauskommst, steht ein Teller mit Brot für dich auf dem Tisch. Für dich ist gesorgt. Während ich selbst für mich sorgen muss. Für dich ist gesorgt während der Zeit, in der du alle lebensnotwendigen Dinge vergisst. Doch so ein Vergessen kann ich mir nicht leisten. Ich muss ständig daran denken, wie ich diesen Tag überlebe. Ich kann ihn nicht für sich selbst sorgen lassen, so wie du. Für dich sorgen andere. Für mich sorgt niemand. Da muss ich schon selbst für mich sorgen. Könntest du allen Dingen gegenüber unwissend werden? Ja, dann könntest du sogar dein eigenes Leben vergessen. Ja, das wäre schön. Wenn ich gelegentlich stockbesoffen bin, gelingt mir das für eine Weile. Doch dann kommt der Katzenjammer danach. Dann fühle ich mich elender als zuvor. Du sollst mit unbekümmerten Sinnen dich über dich selbst hinausschwingen in die verborgene, stille Finsternis, auf das du zu einer Erkenntnis des unbekannten, übergöttlichen Gottes kommst. Gott verschmäht es, in Bildern zu wirken. Mich über mich selbst hinausschwingen? Ja, das wäre schön. Und Gott findet bei mir nichts zu verschmähen. Wenn er nicht gerne in Bildern wirkt, kein Problem. Ich habe mir ohnehin kein Bild von ihm gemacht. Da, wo andere ein Bild von ihm in sich tragen, da ist bei mir nichts, nur Leere. Nun will ich dich fragen, was wirkt dann Gott ohne Bild im Wesen? Das kann ich nicht wissen. Ich kann auch nicht einen Vogel
in eines Menschen Bild erkennen. Ich weiß nur, dass es etwas ist. Doch weiß ich nicht, was es ist. Nun weiß ich so wenig wie zuvor. Was soll ich also tun? Nichts. Du musst allein Gott in dir wirken lassen. Er muss von innen in dir herausquellen. Du musst inzwischen mit deinem Willen und deinem Wissen ausgehen. Dann geht Gott mit seinem Wissen in dich ein. Wo sich Gott wissen will, da dient dein Wissen zu nichts. Weiß Gott, wie man die Fiedel spielt? Weiß Gott, wie man Brot zusammenbettelt? Das ist das Wissen, das mir nützt. Und warum will Gott sich wissen? Weiß er sich denn nicht schon von Anbeginn? Gott erkennt sich selbst in sich selbst. Warum muss er sich denn erst selbst erkennen? Kennt er sich denn nicht schon längst von Ewigkeit an? Auch wenn dein Verstand wächst und du glaubst, Gott damit erkennen zu können, weit gefehlt. Dein bisschen Wissen muss zu nichts werden. Das ist leicht. Ich weiß ohnehin nicht viel. Gott ist weder dies noch das. Oder sagt ein Heiliger, wenn einer wähnt, er habe Gott erkannt, so hat er Gott nicht erkannt. Habt ihr etwa Gott erkannt? Da schwieg Eckhart. Nach einer Weile sagte er, und je mehr in dir Wüste ist und Unwissenheit aller Dinge, je näher kommst du diesem Einen. Wo findet man Ruhe und Rast? Wahrlich, da, wo man alle Dinge aus sich geworfen hat und entwüstet und entfremdet ist. Das würde mich nur traurig machen. Ich habe da so ein paar liebe Erinnerungen aus den Schenken und Heustadeln. Warum sollte ich die aus mir hinauswerfen? Was bliebe mir dann? Nichts. Ich will lieber verworfen und verschmäht sein im Haus meines Gottes, als Erinnerungen zu haben aus den Tabernen der Sünde. In den Tabernen? Da ist wenigstens etwas menschliche Wärme. Wein, Weib und Gesang. Daran kann ich ein wenig Freude haben in diesem Jammertal des Lebens. Ohne meine Saufkumpanen würde ich mich auf dieser Erde so ganz verlassen fühlen. Man sagt uns Fahrenden nach, wir seien falsche und unehrliche Leute, Diebe und was man sonst von uns sagen kann, um uns unserem guten Leumund zu nehmen. Und nicht allein, dass man schlecht von uns spricht, man handelt auch schlecht gegen uns und verweigert uns jegliche Hilfe, die wir für unseren Lebensbedarf brauchen. Das schädigt unseren Körper und macht uns krank, während wir in unserem Geigenspiel das Beste geben, das wir ersinnen können, kehren die Leute uns das
zum Schlechten. Das müssen wir nicht allein von den Menschen erdulden, sondern auch von Gott. Es ist, als hätte er eine Mauer zwischen uns und ihm aufgerichtet. Und wenn wir mit unserer Mühsal zu ihm kommen und um Trost und Hilfe bitten, verschließt er seine Augen vor uns. Er will uns weder sehen noch hören. Im Kampf mit unseren Nöten lässt er uns allein. So wie er auch seinen Sohn Jesus verlassen hatte, als der ihn am dringendsten brauchte. In unserer Trostlosigkeit sollen wir uns mit nichts anderem helfen, als mit den Worten, Gott, dein Wille geschehe. Gott schickt uns nichts, was er nicht vorher selbst gelitten hätte. Darum sollen auch wir große Liebe zum Leiden haben. Denn Gott hat das Leiden geliebt, solange er auf Erden weilte. Liebe zum Leiden, das ist doch wieder natürlich. Gottes Sohn hat in der kurzen Zeit seines öffentlichen Wirkens nicht gelitten. Es ging ihm gut. Er wurde zu Hochzeiten eingeladen. Frauen haben ihn umsorgt. Er litt weder Kälte noch Hunger noch Lieblosigkeit. Was sind da seine letzten paar Stunden Leiden dagegen? Eine halbe Stunde Geißelung, 6 Stunden am Kreuz hängen, das hält bald einer aus. Das haben die beiden Verbrecher neben ihm auch ausgehalten, ohne so zu jammern wie er, der Sohn Gottes. Doch ich muss Jahr für Jahr Hunger, Kälte und die Verachtung der Menschen erleiden. Warum sollte ich da das Leiden lieben? Es genügt, dass ich es ertragen muss. Aber es noch lieben, das wäre Selbstquälerei. Liebe Gott über alles und dann liebe deine Nächsten wie dich selbst. Nein, zuerst liebe ich mich selbst. Da mich sonst niemand liebt. Weder der Nächste noch Gott. Gott noch weniger. Wie kann ich Gott über alles lieben? Gott ist nichts als ein Geist. Ich will keinen Geist lieben. Ein lockeres Mädchen ist mir lieber. Die kann ich im Heu an mich drücken. Einen göttlichen Geist jedoch nicht. Wenn du 100 Pfund in deinem Beutel mehr liebst als im Beutel eines anderen, dann ist das Unrecht. Tja, das sagst du. Doch was habe ich davon, wenn der andere in seinem Beutel 100 Pfund hat, ich jedoch in dem meinen nichts? Hast du die Seligkeit lieber in dir als in einem anderen, so ist es Unrecht. Was kannst du sagen? Und du kannst sagen, was du willst. Meine Seligkeit ist mir lieber als die eines anderen. Ich bin mir selbst der Nächste. Ich weiß, das ist schwer zu begreifen. Ich will dir zeigen, dass es nicht schwer ist. Gott soll eine Regel deiner Liebe sein. Gott kann nicht die Regel für meine Liebe sein. Gott liebt nicht. Gott kann man nicht lieben. Man soll ihn auch gar nicht lieben, sondern ihn fürchten. Wen man fürchtet, den kann man jedoch nicht lieben. Liebe und Furcht schließen einander aus. Die Liebe hat für mich keinen ethischen Wert an sich. Was soll mir eine hohe, höfische Miene, bei der ich einem Mädchen nicht an die prallen Brüste greifen darf?
Ich liebe die niedere Minne mit einer trallen Dirne hinterm Stall, auch wenn es da nach Kuhmist stinkt. Doch ist die Wollust doppelt groß. Die erzwungene Enthaltsamkeit der Mönche und die überspannte Keuschheit der blassen Nonnen ist naturwidrig. Deine Liebe soll nur an Gott hängen. Nein, ich hänge sie lieber an eine tralle Dirne, wenn auch nur für eine Nacht. Die macht mich seliger als alle Liebe zu Gott. Der ist unsichtbar, unfassbar. Das Mädchen hingegen kann ich sehen und anfassen. Warum soll ich den Nächsten oder Gott mehr lieben als einen Heller in meiner Tasche? Die Liebe zum Nächsten oder zu Gott bringt das Knurren meines hungrigen Magens nicht zum Schweigen. Mit einem Heller jedoch kann ich mir ein Brot kaufen. Also bin ich ihm dankbarer als einem Nächsten, der mir nicht einmal eine Brotrinde gibt. Sie gingen eine Weile schweigend einher. Da begann es vom Himmel zu tröpfeln. Meister Eckhart zog seine Kapuze über und sagte ja zu sich selbst: Ich überlegte, als ich mich auf den Weg machte, ich sollte besser zu Hause bleiben. Ich würde doch nass vor Liebe. Vogelfrei grinste. Ja, die Liebe macht nass. Besonders die Weiber werden vor Liebe zwischen den Schenkeln nass. Das hab ich gern. Meister Eckhart gab sich Mühe, das hinunterzuschlucken, um dem Spielmann auf edlere Gedanken zu bringen, sagte er. Ich liebe Gott ebenso gern in Armut wie in Reichtum und habe ihn so lieb in der Krankheit wie in der Gesundheit. Ich habe ihn so lieb in Leiden wie ohne Leiden. Warum soll ich mich selbst belügen? Warum soll ich Gott lieben, wenn er mich in Armut verkommen lässt und mir nicht einmal das tägliche Brot besorgt? Und warum schickt er mir eine Krankheit, wo er doch nur Liebe ist? Einem Menschen, der Gott liebt, wäre es ebenso leicht, alle Welt zu verschenken wie ein Ei. Ich aber habe oft nicht einmal ein Ei. Das muss ich mir erst aus einem Hühnerstall stehlen. Und die Welt habe ich ohnehin nicht. Also könnte ich sie auch gar nicht verschenken. Ich bin ein Freigeist, während du in einem Glauben gefangen bist, gebunden an einen Gott, den du nicht sehen kannst. Ich bin auf allen meinen Wegen Gott niemals begegnet. Gott kannst du nicht sehen, wie du eine Kuh siehst. Na, wie dann? Mit dem inneren Auge. So wie Gott dich sieht, siehst du ihn. Ich sehe Gott nirgends, also sieht er mich auch nicht. Nur weil die Kirche sagt, es gibt einen Gott, sollen wir an ihn glauben. Ich aber glaube nur an mich selbst. Gott tut nichts für mich. Wie oft muss ich mich nachts hungrig unter einen Baum legen? Ohne alles kritisch zu hinterfragen, halte ich nichts für wahr. Alle Lehren, die behaupten, es gebe einen Gott, weise ich zurück. Ich lehne alle kirchlichen Dogmen ab.
Was war er? Da bin ich ohnehin aus der christlichen Gemeinschaft exkommuniziert. Die Kirche verweigert mir den ach so heiligen Leib des Herrn. Was fahren? Gelte ich unfähig der Bekehrung? Das stimmt. Ich will auch nicht umkehren. Ich bin freier als du. Du redest immer noch über Gott. Erst bittest du Gott, er soll dich von Gott frei machen. Und dann suchst du ihn doch wieder und willst dich mit ihm vereinen in einer Unio Mystica. Doch bist du nicht den negativen Weg gegangen, der alles verneint, was nicht Gott ist? Und wo bist du gelandet? Beim Nichts. Gott ist ein Nichts. Alle Geschöpfe sind Nichts, hast du gesagt. Ja, das sage ich auch. Also sind wir Brüder des gleichen Geistes. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Ja, wie denn? Man muss auch noch das Nein überwinden. Ha? Und wenn ich zum Nein Nein sage, was kommt dann dabei heraus? Ein Ja? Gott. Und was ist Gott? Gott ist etwas, das in sich selbst bleibt, das nichts bedarf. Dann ist also alles Beten und Bitten umsonst. Gott bleibt in sich selbst und tritt nicht aus sich heraus, um etwas zu tun. Und er braucht uns auch nicht. Alle Lobpreisungen und Danksagungen in den Kirchen sind umsonst. Gott hört nicht hin. Der große Gott braucht mich, kleines Geschöpfchen, nicht. Er bleibt in sich. Gut, also bleibe auch ich in mir. Er kümmert sich nicht um mich, also kann er mir auch gleichgültig sein. Jeder für sich. Das Allerbeste, das Gott dem Menschen je tat, war, dass er Mensch wurde. Wem hat das genützt? Ein paar Kranke hat er geheilt, doch die Krankheiten blieben. Ein paar Leute hat er einen Nachmittag lang mit Brot und Fisch gefüttert, doch alle anderen hungerten blieben weiterhin hungrig. Und weil er sich so wenig liebevoll verhielt und die Priester und Römer ihn dafür ans Kreuz schlugen, sollen auch wir ein Kreuz tragen? Das soll das Allerbeste sein. Dass Gott Mensch wurde, macht mein Leben nicht leichter. Das Schönste, was der Mensch von Gott sprechen kann, ist, dass er vor Weisheitsfülle schweigen kann. Ja, daher schweig und schwatze nicht so viel von Gott, denn sonst lügst du und tust also eine Sünde. Außerdem, warum soll ich mir den Kopf zerbrechen über so einen unverständlichen Gott? Du sollst ganz und gar entsinken deiner Deinheit und sollst zerfließen in seiner Seinheit. Und es soll dein Dein in seine Mein ein Mein werden, so gänzlich, dass du mit ihm ewiglich verstehst, seine ungewordene Istigkeit und seine ungenannte Nichtheit. Da blieb vogelfrei stehen und sah Meister Eckhart prüfend an. Er dachte bei sich, hat der gute Bruder seinen Verstand verloren?
Was redet ihr da für einen hochtrabenden Unsinn daher? Er schüttelte den Kopf und ging weiter. Meister Eckert wusste nicht, warum Vogelfrei angehalten hatte. Er dachte, vielleicht hat er das überdacht, was ich ihm sagte. Gut so. Dann sprachen sie über den Tod. Meister Eckhart sagte, unser Herr sprach zu seinen Jüngern, selig seid ihr, so ihr leidet um meines Namens willen. Warum sollen wir um seinetwillen leiden? Jesus sitzt ja so längst gemütlich zu Rechten Gottes und schaut von dort oben gelassen und ungerührt auf das menschliche Leiden und greift nicht ein. Wenn er schon nicht leidet, warum sollen die Menschen es dann tun? Die Schrift sagt uns von Märtyrern, die um Christi willen den Tod erlitten haben und durch das Schwert umgebracht worden sind. Da waren sie selbst schuld. Sie waren zu starrköpfig und wollten nicht von ihrem eingebildeten Glauben ablassen. Warum soll ich um Christi willen den Tod erleiden? Den muss ich sowieso erleiden, ob um Christi willen oder auch ohne ihn. Doch der Lohn für das Leiden ist ewig. Wir sollen alle Pein und alle Mühsal, die uns zustößt, nicht fürchten, denn es nimmt ein Ende. Doch wann? Das kann noch einige Jahre dauern, bis meine Pein ein Ende hat. Und ob ich einmal einen Lohn für meine Leiden bekomme, ist fraglich. Wir sollten uns so verhalten, als wären wir schon tot. Dann betrübt uns nichts mehr, weder Freude noch Leid. Niemand hat so viel Gott als der, der im Grunde tot ist. Wie kann ein toter Gott haben? Meister, ihr redet da dummes Zeug. Es mag wohl alles, was ihr da sagt, sehr weise klingen, doch mir scheint es wie Narretei. Ihr habt so viel studiert und gelesen, da habt ihr den Boden unter den Füßen verloren und schwebt, ich weiß nicht wo, in einem Nirgendwo. Die Heiligen sind alle tot und auch ich werde tot sein, so wie sie. Ihre Heiligkeit hat sie nicht vom Tode gerettet. Ach ja, jetzt haben sie das ewige Leben, das ist ihr Lohn. Doch wer sagt das? Wo ist der Beweis? Keiner von ihnen kam je zurück, um darüber zu berichten. Also ist es reines Wunschdenken. Der Mensch soll sich willig in den Tod ergeben und sterben, damit ihm ein besseres Leben werde. Nein, ich will nicht sterben, wenn niemand kann mir versichern, dass mich danach wirklich ein besseres Leben erwartet. Man soll im Grunde so tot sein, dass uns weder Freude noch Leid berühren. Nein, das will ich nicht. Ich will mich noch über etwas freuen können. Schenkt man mir einen abgetragenen Rock, so freue ich mich. Denn mein Alter ist so löchrig, dass der Wind durchpfeift. Ich habe euch in einer Kirche reden hören. Ich glaube, es war in Köln. Da habe ich mich gefragt, der redet so hochtrabend,
Das gemeine Volk kann den doch nicht verstehen. Na, glotzen sie zur Kanzel hinauf wie Schafe. Die wenigen, die schreiben können, versuchen das Wenige, das sie auf ihre Weise verstehen, niederzuschreiben, um es dann mit nach Hause tragen zu können. Na, verstanden haben sie sicherlich nicht viel davon. Da kannst du genauso gut einem Opferstock predigen. Wer dem, was ich lehre, nicht gewachsen ist, dem kann ich nicht helfen. Lieber Meister, ich habe einige von euren Predigten gehört und ich habe sie ungern gehört. Warum ungern? Ich will's euch sagen. Ich habe dabei an die Worte aus der Bibel gedacht. Man soll die Perle nicht unter die Säue werfen. Und ich dachte, diese hohen Worte, die ihr da von euch gebt, die sollte man nur in den hohen Schulen verkünden, doch nicht dem gemeinen Volke in den Predigen vor die Füße werfen. Das nützt doch nichts. Die meisten Menschen verstehen eure großen Worte nicht. Sie brauchen eine allmählich fortschreitende Belehrung. Und den gelehrten Menschen nützen sie auch nichts. Da haben die doch gar keinen Verlangen mehr danach. Das gemeine Volk hört wohl eure Worte gern, aber es kommt über das Hören nicht hinaus. Sie wissen nicht mehr, ob sie nun in der Schule oder in der Predigt sitzen. Ein guter Prediger, der sie etwas fürs Leben lehrt, der wird den Menschen in einem Augenblick mehr Wissen und Belehrung fürs Leben beibringen als ihr und alle Meister von den auswendigen Schulen in 100 Jahren jemals lehren könnt. Darum, lieber Eckert, ist euer Predigen unnütz. Ich weiß, ich bin unwürdig, euch einen Rat zu geben, denn ich bin ungebildet. Lehrt sie, wie sie sich im Leben verhalten sollen, wie sie ein geordnetes Christenleben führen können, das würde genügen. Ihr aber, lieber Meister Eckert, ihr redet öffentlich in euren Predigen von gar großen, überschwänglichen Dingen, die gar wenig Leute verstehen können, und das auch wenig Früchte bringt. Warum sagt ihr immer, ein alter Meister hat gesagt? Ihr verlasst euch auf das, was diese Alten vor langer Zeit gesagt haben. Doch muss das auch wirklich wahr sein? Habt ihr das nicht selbst erkannt? Das sind nur Worte, die ihr in alten Büchern zusammengelesen habt. Ich bin nicht groß in der Schrift, so wie ihr. Ich kann kaum lesen und schreiben. Ich aber habe vom Leben gelernt, auch ohne Bücher. Nun habe ich euch zu viel geredet. Nun will ich schweigen. Da umfing Meister Eckhart den Spielmann, gab ihm den Friedenskuss und sprach: Lieber Vogelfrei, wisst, dass ich in vielen Jahren keine Rede so gern hörte als diese. Sei Gott euer ewiger Lohn. Bemüht Gott nicht. Es war nicht durch seine Gnade, dass ich so sprach. Das war meine eigene Einsicht, da ich von dem, was ihr da so predigt, nichts verstehe. Dort ist euer Kloster. Da wartet schon ein warmes Süppchen und ein Brot auf euch. Ich aber muss weiterziehen. Das nächste Dorf ist noch weit. Komm mit mir, man wird auch dir ein warmes Süppchen geben.
Am Klostertor, wie üblich. Na, nun gut. Ich kann meinem hungrigen Magen, das kann ihm nicht schaden. Also gingen sie noch zusammen bis zum Kloster. Meister Eckhart klopfte ans schwere Eichentor. Ein kleines Fensterchen wurde geöffnet, ein freudiger Ausruf. Der Meister war zu hören. Dann wurde das Tor eilig geöffnet. Meister Eckhart verschwand im Innern des Klosters. Der Spielmann blieb draußen. Nach einer Weile wurde ihm ein Napf mit einer warmen Brühe durchs Fensterchen gereicht und auch ein Stück hartes Brot. Vogelfrei ließ sich auf einer Steinbank vor dem Tore nieder. Langsam schlürfte er die warme Brühe in sich hinein. Das Brot wickelte er in ein altes Tüchlein und steckte es in eine Tasche seines Wamses. Für später. Dann stand er auf und sah zum verschlossenen Tor. Leicht spöttisch sagte er, Gott vergelt's dir. Dann drehte er sich scharf auf seine Ferse um und schritt davon. Die Sonne ging schon unter, die Nacht schlich sich auf leisen Sohlen heran. Ob es noch vor Einbruch der Dunkelheit bis zum Dorf schaffte? Wieder allein mit sich selbst sang er vor sich hin. Wie der Mond dort oben, so veränderlich ist das Leben hier unten. Mal geht's mir gut, dann wieder schlecht. Aus schierer Bosheit spielt das Leben mit uns. Mit jedem Tag schmilzt es uns weg, als wäre es nur Eis. Wir jagen dem Glücke nach, doch ist es nur ein Wahn. Der Rest zergeht. Das Weltrad rollt, bringt Leid und Lust, Schein und Sein, ein nichtig Spiel. Das Weltrad rollt, mal bin ich oben, dann wieder unten. Wie ein loses Blatt treibt mich der Wind des Zufalls hin und her. Doch solange ich noch ein hübsches Mädchen zu fassen kriege, lohnt es sich nicht, fromm zu sein. Ich lasse mich nicht wie ein Ochse vor den Karren der Pflicht spannen. Dafür neiden mir die Pflichtbewussten mein Ungebundensein. Die guten Menschen meinen, ihr Glaube sei auf Fels gegründet, doch reißt der Strom der Zeit auch den mit sich. Ihr Gott im Hirn hält ihn nicht auf. Mögen Sie mich auch verachten, diese Zittergreise und Tugendgänse, sie können nicht im Winde tanzen, so wie ich. Ich, der Vogelfreie, schüttle den Staub der Straßen ab, dem Vogel gleich schweb ich, vom Wind getragen durch die Lüfte.